Sie sind hier, 18. August 2018, 18.15 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Martin Kalmer zeigte in Göteborg eine indiskutable Leistung. Urheberrecht Getty Images. Beim Europa-Tour-Turnier in Göteborg zeigt der beste deutsche Golfer, Martin Kalmer, eine indiskutable Performance. Bei Maximilian Kiefer läuft es dagegen besser. Deutschlands Top-Golfer Martin Kalmer ist beim Europa-Tour-Turnier in Göteborg nach einer indiskutablen dritten Runde im Gesamtklassement abgestürzt. Der 33-Jährige spielte auf dem Par-70-Kurs bei den Nordea Masters eine 75 und geht von Rang 32 209 Schläge insgesamt in den Schlussstag. Nach zwei 67er Runden war Kalmer am Samstagmorgen als Siebter gestartet. Dafür hat Maximilian Kiefer alle Chancen auf sein bestes Endergebnis seit zwei Jahren. Der Düsseldorfer brillierte mit einer 66 und geht mit 202 Schlägen als Fünfter auf die letzten 18 Löcher am Sonntag. Zuletzt beendete Kiefer im August 2016 in Aberdeen, Schottland ein Europa-Tour-Turnier unter den Top 5. Sebastian Heisele spielte eine 72 und fiel um 6 Plätze zurück auf Rang 63, 212. Marcel Siem und Florian Fritsch hatten am Freitag den Cut verpasst. In Führung liegen der Engländer Paul Waring und Thomas Eiken aus Südafrika mit jeweils 198 Schlägen von Sportinformationsdienst.